Zio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Und sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Okay. Was nun? In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Oh, sympathisch. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Erst müssen wir ihn fliehen. Na dann, suchen wir ihn mal. Ach, die kann auch hier Todessprung. Ich vertraue dir nicht. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Ach, komm schon. Das sagst du. Das weiß ich. So, da rein. Na gut. Interagieren. The Bright Tavern. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. So, dann schauen wir mal. Ständige Tosen der Brand, das Salzwasser brennt in den Augen und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles fort. Tja. Bist du sicher, dass wir dahin gehen? Nein, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expedition. Expedition. Ja. Mhm. Sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Okay. Jetzt dort drüben. Ich würde mal sagen. Uiuiui, das war ganz schön knapp. So, stellen wir uns mal hier hin. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will. Er ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Okay. Wieder raus. Er ist schon beim Vorposten. Jetzt wissen wir, wo er ist. Wohin willst du? Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Ach so, der. Also ich wollte gerade gehen. Aha. Und nun? Nun werde ich euch töten. Werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Ah, Kneipenschlägerei, was ganz Normales. Geil. Da geht die Einrichtung ein bisschen zu Bruch, was? Alter, das sah aber schmerzhaft aus. Verpiss dich. Alter Schwede, ja, das war übel. Von hinten angreifen ist aber nicht sehr nett. Okay, Mai auch mitunter, aber bei mir hat's Stil. Oh, warum habe ich die nicht ineinander geschmissen? Bam, bam. Und der letzte ist... Ah, voll die Bahnschranke durchs Gesicht gezimmert. Ah, erstmal einen trinken. Das
sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Wann haben wir was abbekommen und warum ist das Ding schon verheilt? Triff mich später bei Braddock's Camp. Ach, egal. So, nicht überzeugt. Ab zu Braddock's Camp. Ja, war ja mal wieder volle Synchronisation hier. Ich kann gerade nichts machen, das heißt, ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Da lang. Oh, okay. Fluss. Schlecht. Dann über die Brücke. Da. Oh, ich hab Angst. Blödes Pferd. Dafür kriegst du nochmal die Sporen hier schön zu spüren. Und nochmal. Ja. Ja, das Pferd hat mich aufgeregt. Selbst schuld. Will mich das Pferd irgendwie ein bisschen ärgern? Verarschen? Nun gut. Sei es wie es sei. Wo lang nun? Hier lang. Mal hier ein bisschen auf Geschwindigkeit. Berg hoch. Jawohl. Hallo? Ist ja gut. So, wo lang muss ich jetzt überhaupt? Ich sollte vielleicht mal auf die Karte gucken. Einfach geradeaus weiter und mich dabei leicht rechts halten. Na gut. Da ist noch eine Patrouille. Scotch Plains. Bin ich jetzt auf der anderen Seite vom Fluss? Okay. Okay. Ah, hier. Der Teufel steckt im Detail. Na, dann lass mal hören. Hast du einen Plan? Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Okay, im Schneesturm tarnen. Der rote Bereich auf der Minikarte ist, sind Militär, haben sie angreifen, sobald sie erkennen. Keine Wachen töten. In welchem? Ach so, da dran, okay. Oh cool, das geht also auch. Na, dann heißt es jetzt ein bisschen warten, bis wir da drin sind, was? Zwei Fässer Salz, 12 Pfund Schwein. Hm. Ah, Flicken, okay. Er sieht aus wie ein Gorilla. Alter Schwede, was ist denn das für... Hat er mal eine Schaufel ins Gesicht bekommen? Meine Fresse. Nun ja. Diese Kanonen sehen nach einem aus. Vielleicht sind es diese Entwickler. Okay. Du
Oh. So. Ah. Aufnahme musste mal wieder neu gestartet werden. Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem wir derzeit die Oberhand hätten. Das mag ja sogar stimmen. Nee, ich will hier volle Synchronisation. Ach, komm schon. Zu viel Aufmerksamkeit erregt. Leckt mich. Diese Kanonen sehen nach aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Ach, verdammt. Oh, zum Glück ist der nicht gerade der hellste. Ja. Aha. Oh, ja genau, ich stehe da einfach auf. Verstärkung! Schnell! Ma, stirb! Ah, das lasse ich mir nicht nehmen. Ah. Ja, gut. Dann muss ich mittiger da bleiben. Reicht ja eigentlich. Jo, der hat mich sofort gesehen hier. Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögern. Ruf mehr Männer her! Ich hasse es! Anstatt dass ich einfach da alle töte oder so. Naja. So, erstmal muss ich den einbimmen oder langlaufen lassen. So. Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem wir derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So unglaubliches Zugehen. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und ihre Truppen verteilt. Und ich wünsche Braddock Blutwurst macht ihn nicht Sinn. Und seine Männer gesagt. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls Sie sie sehen möchten. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab's versucht. Ich weiß. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nichts wissen. Hierher! Keine Wachen töten, ja. Oh, ich darf gar nicht entdeckt werden. Scheiße, hoffentlich muss ich die jetzt nicht nochmal belauschen. Dann drehe ich hier am Rad. Diese Kanonen sehen nicht. Ah, scheiße. Leckt mich doch am Arsch. Vielleicht sollte ich sie selektieren. Na los, komm, Trottel. Bekanntheitsgrad 2. Gegner beginnen bei einer Sichtung sofort mit einer Untersuchung. Achso, okay. Ist das Grüne da unten, der Bekanntheitsgrad? Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald. Diese Karte da wird sicher nicht so. Ich muss sie finden.